Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir sind am Start mit unserem Freund. Die Frage ist, wo sind wir denn hier gelandet? Sind wir hier noch in der... Wir sind in irgendeinem abgebrannten Gebäude gelandet. Kann sein, dass es ziemlich bar ist. Wir müssen jetzt erstmal wieder runter. Ja, eigentlich waren wir an einer ganz anderen Stelle, wenn ich ehrlich bin, aber... Nu. Eigentlich haben wir an einer ganz anderen Stelle gelandet. Ich muss jetzt gerade mal gucken, dass ich hier rauskomme erstmal. Bin ich denn hier, hä? Moment. Doch hier oben lang oder was? Hier raus. Jo. So. Ich gucke gerade auf der Karte. Gut, den Nachtclub haben wir ja gemacht. Ja, dann den Dealer befragen. Da sind wir als nächstes machen. Heroin, genau. Dann sind wir auf gutem Level. Gut. Und dann gehen wir mal rein in die nächste Mission, liebe Leute. Wir haben die nächste Aufgabe. Und das wird uns mit Charlie Dieter sein. Das gleiche wird wahrscheinlich gleich ablaufen. Wie beim letzten Teil auch mit dem Puff. Dass wir dann einfach mal kurz Alter. Jetzt sind wir weggehen. So, wir hatten da hinten irgendwie eine, da hinten ist wieder so ein elektronisches Bauteil. Haben wir das nicht mitgenommen? Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So, irgendwo haben wir da hinten. Nein, jetzt hoffe ich, dass ich ohne Probleme da vorbeikomme. Informanten, um für Informationen über Geschäfte und ihre Bosse zu halten. Um die Infos aus dem Raus zu kitzeln, isoliere alle den Informanten von seiner Kuh oder jagen sie in seinem Auto und fahre wie ein Verrückter. Nachdem du einen Informanten verhörterst, kannst du ihn entweder töten, um etwas Geld zu verdienen oder ihn anwerben, dass er das, was den Wert des Geschäfts erhöht, sobald er es übernommen hat. Du wirst nichts mehr machen. Was ist der Typ? Halt! Du und ich, wir machen jetzt eine kleine Spritztour. Du machst gerade einen riesen Fehler, Freundchen! Also, Fabianera! Ja, das fand ich gut. Fabianera, wenn du einen Informanten in einem Auto erwischt, musst du wie ein Verrückter fahren, um sie zum Reden zu bringen. Reise rum, fahr auf der falschen Scheiße, dann drift um die Kurven und verführe Sprüche, um die Informanten Angst zu zeigen, bis er plaudert. Scheiße, Junge, du hast ihn verfehlt! So, dann fahren wir mal auf der falschen Seite. So, wir sollen auf der falschen Straßenseite fahren, das ist gut, das kriegen wir hin. So ein Verflucht, du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Ach, das nicht so schüchtern, lass was hören. Was ist dein Autogramm? Wir müssen jetzt auf jeden Fall. Wenn ich singe, reißt die mir den Arsch auf. Willst ach, du, dass ich schlechte Laune bekomme? So, komm, das können wir hin. Drüben an der Kirche gibt es geschafft. Jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. Dann machen wir das so. Einen neuen Job suchen. Gut, dann haben wir den auch erledigt. Zerstöre Charlies Heroin. Na gut, das war jetzt $100 nur. Ja, aber das wollte auch alles auf die Reihe bekommen. Weiß ich noch nicht. Das kriegen wir mal hin. Vielleicht kriegen wir es heute hin. Oh, Moment. Wir sollen ein bisschen vorsichtiger fahren. Weil da ein Kopf steht. Und ich habe eigentlich ungern, also nicht wirklich die Lust jetzt, mich mir doch mit irgendjemandem anzulegen.
Ja, gleiche Spielerei wie beim Puff, wie gesagt. Wir müssen jetzt gucken, dass wir wieder so viel Geld wie möglich damit rausholen aus dem Puff. Aus dem Laden. Aus dem Puff, ja, aus dem Laden. Also, ja. Oh, das war keine Absicht. Aus dem Laden da rausholen. Ja. Den Schaden so schnell wie möglich auf Null zu bringen, damit der Boss irgendwann kommt. Weil ihr seid, ihr kennt das Problem, ja. Kriegen wir hin. Hoffentlich. Doch. Kriegen wir hin. Ja, machbar. Da hinten ist wieder irgend so ein Playboy-Heftchen, wie auch immer. Verdeckte Annäherung. Durch eine verdeckte Annäherung kannst du ungesehen an den Gegner vorbeischleichen. Bevor du dich in einen Kampfschuss stürzt, benutzt du die Formationsansicht mit Touchpad, um Gegner uninteressante Stellen auszuspielen. Und gute Nacht. Haben wir denn hier? Im Visier, schieße! Lass diesen Schwanzlutscher weg! Der gehört mir! Ich bring meinen Arsch in Sicherheit! Was machst du? Hör mal. Tür offen. Sonderziele sind Mitarbeiter, also Ziele. Sonderziele sind Mitarbeiter in Einnahmequellen eines Geschäfts. Eliminiere sie, um diesen Geschäften zu schaden. Solche Sonderziele werden auf deiner Karte mit dem Symbol ihres Geschäfts markiert. Risiko und Gewinn. Jedes Sonderziel besitzt Informationen über einen Schwierigkeitsgrad, den Schaden, den du mit dem Geschäft zufügen kannst und deine finanzielle Belohnung. Schau das Ziel auf deinen Plan an und wage eine bei einem Angriffsplan erst Risiko und nutze gegeneinander ab, ja. So. Mal das kaputt. $1000 Schaden. Gehen wir hin. So, oh. Da können wir hin. Gut, dass sie nicht so viele Schläge brauchen, die Idioten. Die noch von draußen, ne? Zack. Wieder dort. Oh, da ist wieder Geld. $250. Da werden wir das hier noch zulegen. So, wieder $1000 gemacht. Er ist verdammt nochmal nicht hier. Ob er noch da ist. Hat ihn niemand umgebracht? Er ist noch hier. Gut. Die gehören halt sich auch dazu, alle. Der große Tag seines Zorns ist angebrochen. Vor mir versteckst du dich nicht, Kleiner. Das weiß ich nicht. Er nietet uns alle um. Jetzt komm ich. Richtig. Kohle nehmen wir mal mit, das ist wieder auf $500 gewesen. Und wir nehmen natürlich auch den Erste-Hilfe-Kasten hier auseinander. Zack, zack, zack. Weil, ne, kann man immer mal gebrauchen oder so. Das muss ich gerade gucken. Wo ist denn der dahinter oder so, ne? Sitzt er da, da sitzt er. Gott verdammt, wir müssen diesen Arsch finden. Der Penner hat heute Morgen erst schießen gelernt. Ja, und ich habe sie trotzdem zweimal getroffen. Komm. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Ding. Nehmen wir den Laden aus. Zack, zack. Und zack, kaputt. 7000. Wow, wir haben gerade mal kurz eben die Hälfte schon fertig gemacht von dem Laden. Das könnte tatsächlich alles so in der allen Folge passieren. So, dann haben wir hier noch ein nochmal Geld. Und hier oben haben wir nochmal ein Porträt. Oh, die 1500 wieder. Sauber. Wir haben noch 7000 oder so.
Sehr schön, sehr schön. I like it. Und da wieder Geld. Zack. Und 250. Das ist so normalerweise der Standardpreis für die. Was wir so bekommen. So, dann nehme ich jetzt den Typen da noch mit. Wenn ich abgeknallt werde, seid ihr alle dran. Shit. Euren Arsch hier rum. Ja, geschafft. Den Wachposten haben wir mitgenommen. Das heißt, der wird auf jeden Fall nicht mehr singen. Ja, sind die alle noch von draußen. Also wir gehen mal weiter in dem Laden hier. Nichts mehr an. Gut, jetzt sind 400 Meter. Oh, was haben wir hier? Munition. Das ist immer gut. Munition, wichtig. So. Oh. Was haben wir denn hier? Auch mitnehmen. Versuch das bei mir, Arschloch! Wir haben hier... Wo bist du? Hier! Beweg deinen Arsch! Er will kaum was mitnehmen. So, den heilen wir uns eben kurz. So, und der hat hier irgendwo noch Geld getroppt. Warte mal, wo müssen wir denn da hin? Das ist da draußen noch. Oh Gott, jetzt der Laden geht hinten weiter. Okay. Immer die Handfeuerwaffe. Da, wunderbar. Die Kohle, die geht so, sind wir mit auf jeden Fall. Zack, zack. Alles gutes Geld, was hier liegt, das gehört leider nicht mehr zu dem Laden. Dementsprechend machen wir jetzt mal auf der anderen Seite weiter, weil da hinten 400 Meter weg ist noch mehr. Laut. Der Karte. Oh, das ist gut, dass hier noch mehr liegt. Das ist schön. Das gehört nämlich alles dazu. Da liegt nochmal Geld. $250. Aber gut, das ist nicht viel, aber es ist egal. Das ist besser als gar nichts. Dann haben wir hier noch ein bisschen was liegen. Oh, nochmal $250. Ja, mein $750 wieder abgezogen. Das ist nicht durchaus unwichtig. Dann machen wir den Laden hier mal kurz außen. Wir lassen natürlich auch mal die Zeugen außen vor. Ach so, das ist ein Friedhof. Ja, der junge Mann da nicht eine Schuss? Oh Gott. Nö. Er hat eine Waffe. Bonjour. So wie ich das sehe, sollten wir alle Knarren haben. Na gut, es ist in den USA auch leider nicht unüblich, tatsächlich, dass Leute wirklich bewaffnet hier rumrennen. Deswegen verstehe ich gerade die Aufregung nicht. Meine Meinung nach zu dem Thema lasse ich einfach mal gerade außen vor. So, zack, zack, zack. Da hinten ist wieder so ein elektronisches Bauteil. Das muss in dem Gebäude sein, oder ist das nicht in dem Gebäude? Okay, dann. Das dürfte in dem Bauteil, in dem Gebäude sein. Das heißt, wir. Da, ist offen. So, das dürfte hier hinten in der Ecke liegen. Hier vorne liegt es. Das ist wunderbar.
So, zack. Ach, das ist da drüben. So. Das Hollow gehört uns. Kann ich. Oder dem Drecksack die Fresse. Ah, super. Und ich kann nicht da hoch. Oder? Das wird jetzt im Moment. Ah, ich dachte, wir könnten von den Steinen schöner hochklettern. Wir müssen wahrscheinlich hier außen durch irgendwo. Ich dachte, er kann sich schön da hochziehen. Anscheinend kann er das nicht. Oh. Ja, ich würde ja gerne helfen, aber irgendwie will er das nicht. Wir müssen dann. Scheiße, ey. Doch wieder mit der Brücke. Wieder mit der Brücke da rüber. Jetzt fehlen noch 6000 Dollar, dann hätten wir den Boss. Oder könnten wir tatsächlich den Boss angreifen? Hm? Ja, super. Da kannst du auf einmal hoch, oder was? Ja, super, ey. Plan war eigentlich tatsächlich die Brücke zu nutzen, aber die müsste auf der anderen Seite sein. Da geht's raus. Okay, ein kleiner Bug. Die Art, wie sie vor aller Augen ein Techtelmechtel mit dem Jungen hatte, war widerlich. Ich fürchte, das, was man über Pastorentöchter sagt, ist wahr. Trotzdem bete ich weiterhin für sie. So. Halt dich vom Hollow fern! Oder dir Drecksack die Fresse! Jetzt gehst du nirgendwo mehr hin. Du aber auch nicht, mein Kollege. Bewegt deinen Arsch! So, gute Nacht. So, wir sollen da irgendwie befragen. Scheiße, der Vermeintel kommt. Ah nein, er hätte darüber laufen müssen. Bleibt genau da, wo er ist. Hast du den Verstand verloren? Du wirst mir jetzt was von euren Dope-Deals erzählen. So, dann fragen wir den mal. Da war so ein verfluchter Wagen! Scheiße, Junge, du hast ihn verfehlt! Ja, in Absicht. Oh, oh, Uf, das betreten ist natürlich nicht gut. Nein, damit ich dir den Arsch aufreißen kann. Sag mir, was ich wissen muss. Das Auto da vorne muss ich sehen, nur verfehlen. Das war so ein verfluchter Wagen! Ja, das war einer, stimmt wohl. Wenn ich mit dir rede, bin ich doch ein Rassenverräter. Richtig. Was bist du das hier für ein Spiel? Du so. Bringst uns doch beide um! Deine Zeit läuft ab! Da kommt wieder ein Auto entgegen, das ist immer gut. Der Boss hat Vollstrecker, die im Hollow agieren. Wenn ich dich nochmal sehe, bist du dran. So. Genau, der ist auf jeden Fall erstmal fertig. So, jetzt müssen wir noch den letzten, das bisschen wieder machen. Ich überlege gerade, ob ich das in der nächsten Folge einfach mal machen will. Ja, machen wir. Gut, dann würde ich sagen. Oh, wir haben, da ist ein Abhörgerät, das machen wir noch schnell, warte mal. Ich glaube, ach, wofür? So, dann machen wir das kurz eben noch schnell. Das Ding hier noch fertig.
Scheiße. Müssen wir das richtig in der richtigen... Jawohl, ist offen. Zack. Abhörgerät drin. Ist ein alter Hund, aber Enzo ist ein zuverlässiger Kerl. Es ist nicht un... Carlo kennt sich schon ewig. Der Typ ist noch vom alten Schlag. Wir haben nicht das Geringste. So, oh, das ist auch ein elektronisches Bauteil. Sehr gut, das können wir nämlich immer mal gebrauchen. Ja, wie gesagt, ich suche nicht explizit nach den Dingern, aber ich werde sie, wenn sie hier, wie hier, zum Beispiel jetzt auf der Karte einfach spontan auftauchen, würde ich sie auf jeden Fall mitnehmen. Ich hatte es vorher eigentlich nochmal so gerne ignoriert. Warte mal, das Bauteil liegt auf dem Auto hier. Perfekt. Wunderbar. Dann werde ich sie natürlich versuchen mitzunehmen. Für den Fall halt, wie gesagt, das war Kasten bekommen. Und dann würde ich sagen, wenn wir jetzt hier feiern, wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Und dann gucken wir mal, dass wir Charlies Vollstrecker dann mal kurz erledigen. Bis dann und tschüss.